Steckt hinter all den zum Teil irrsinnigen Vorgängen auf dieser Welt ein großer Plan? Ist es ein bereits seit mehreren Jahrzehnten in Gang gesetzter Geheimplan oder eine eher mittelfristige Agenda, die von Globalisten umgesetzt wird? Arbeiten diese Globalisten eng zusammen und steuern das Geschehen weltweit gemeinsam? Das sind Fragen, die viele Menschen beschäftigen und deren Beantwortung alles andere als trivial ist. Doch wir stellen uns dieser Aufgabe mit zwei großartigen Studiogästen. Auf der einen Seite der Unternehmer und Politblogger Gerald Markl. Freut mich. Und auf der anderen Seite der Arzt und Autor Heiko Schöning. Hallo. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und einer sicherlich spannenden Folge von Schlagabtausch auf 1. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Heiko Schöning ist der Meinung, dass es einen großen Plan gibt. Gerald Markl wiederum hält das eher für Unfug. Einem aufregenden und kurzweiligen Schlagabtausch sollte somit nichts im Wege stehen. Und wie Sie es gewohnt sind, liebe Zuschauer, starten wir mit den sogenannten Eingangsplädoyers, in denen unsere beiden Gäste ihre Positionen untermauern. Derjenige, der das Eingangsplädoyer anfängt, darf zum Schluss mit dem Schlussplädoyer dann auch aufhören. Herr Schöning, wollen Sie beginnen? Ich überlasse es gerne. Der Gast, er ist in Österreich zu Gast. Also wir sind eine gastfreundliche Nation, bitte. Na dann, ja. Also ich bin ja Arzt und muss einfach sagen, mit wem haben wir es zu tun? Mit Menschen haben wir es zu tun, nichts anderes. Also nichts Übernatürliches, auch nicht mit übernatürlichen Kräften versehen oder irgendetwas, sondern wir haben es mit Menschen zu tun. Und Menschen haben Interessen, ja. Und es gibt aber international immer wieder Menschen überall auf der Welt, die sich für was Besseres halten. Ja? Die haben einfach im Kopf, wir sind die Herren und die anderen, ihr seid die Knechte. So, das gibt's einfach überall. Und dann gibt's halt dann die große Masse an der Bevölkerung, die sagen, hey, wir sind doch mehr oder weniger gleich. Machen wir uns das Leben doch einfacher und sind doch zusammen und arbeiten zusammen. Und da gibt es aber trotzdem Leute, die immer sagen so, nein, ich bin zum Herren geboren, weil ich geerbt habe oder weil ich eine besondere Universitätsausbildung habe. Das ist eigentlich sozusagen der große Unterschied dabei. Und dann fühlen sich einige Leute wirklich dazu berufen, die anderen halt wie die Schafe zu sehen und die Hirten zu sein. Manche sind auch sogar Herdenbesitzer, ja? Die kennen wir meistens gar nicht. Aber so hat sich das Ganze tatsächlich organisiert. Und das zieht sich nicht erst seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, sondern eigentlich Jahrtausende durch. So einfach ist die ganze Sache. Und nun gibt es noch einen anderen Aspekt, der heißt Kriminalität. Und ein organisiertes Verbrechen gibt es. Und die Welt ist kleiner geworden, ein Dorf, naja, und es gibt tatsächlich organisierte Kriminalität auch im Weltmaßstab. Und das kann man besonders an einigen Punkten festmachen, bei dem jeder sagen muss, Moment mal, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist keine Politik, keine Ausrede. Das sind Drogen und auch Biowaffen. Und an diesen beiden Punkten kann ich das besonders klar machen, dass es tatsächlich ein großes weltweites organisiertes Verbrechen gibt, die seit Jahrhunderten im Drogengeschäft sind, kontinuierlich bis heute und auch ja, seit rund 100 Jahren im Biowaffengeschäft. Das Zeitalter der Biowaffen hat begonnen, ja, und wir haben tatsächlich dort ein internationales Verbrechen. Es gibt also Pläne, wie diese ganzen Sachen zusammenhängen. Und das ist auch tatsächlich in guten Publikationen, Büchern auch belegt, auch von Mainstream-Journalisten. Also es ist einfach so, dass die Hauptsache, die unterscheidet, ist, einige führen sich als Herren und sagen, ihr seid die Knechte und die anderen sind solidarisch und wollen zusammenarbeiten. Und diese Herren verfolgen laut Heiko Schöning einen Plan, einen längerfristigen Plan. Was sagt der Herr Markl dazu? Es nennt sich ja eigentlich Schlagabtausch, also eigentlich sollte das ja konfrontativ ablaufen, aber wenn ich mir das Eingangsstatement so anhöre, so weit weg sind wir gar nicht voneinander. Ich unterscheide allerdings noch viel genauer und deswegen bin ich absolut gegen diesen
alles umspannenden großen Plan einiger weniger sinistren Globalisten, die in irgendwelchen exklusiven Zirkeln die Geschicke der Welt bestimmen, weil ich viel mehr Realist bin. Und da komme ich wieder auf eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Ja, es sind Menschen. Ja, sie sind von Profit getrieben, sie sind von Gier und von Machtstreben getrieben. Aber dieses Gier- und Machtstreben drückt sich vor allem auch in der internen Konkurrenz aus. Ja, es gibt Interessen. Es gibt Interessen von Machtgruppen, aber diese Machtgruppen haben eben verschiedenste Interessen. Manchmal verbinden sich diese Interessen, dann gibt es gemeinsame Aktionen, durchaus zugestanden. Aber in der Regel ist das ein in sich vermischendes Kaleidoskop an verschiedensten Interessen. Manchmal gehen diese Interessen auseinander, manchmal findet man sich nur für eine Zeit zusammen. Bestes Beispiel Bill Gates, um hier auf die Medizin einzusteigen, steigt zu einem Zeitpunkt in eine Firma ein, die noch nie einen Euro Gewinn gemacht hat. Zufällig produziert diese Firma dann innerhalb von, ich glaube, 12 Stunden das Wundermittel gegen die neue Grippe, aber plötzlich steigt mitten drunter Bill Gates wieder aus, macht einen Hunderte Millionen Gewinn, streift das Geld ein und sitzt dann 2 Monate später dort und sagt über die damalige Variante, das ist jetzt der Vaccine of Nature, und macht eigentlich das Geschäft kaputt, an dem er gerade verdient hat. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel, um den Leuten an praktischen Beispielen zu zeigen, ja, es gibt Interessen, ja, es gibt verschiedene Pläne, aber den einen umspannenden großen Plan, der alles steuert, das gibt es nicht. Das existierte noch nie, das wird in Zukunft auch nicht existieren, denn diese Leute, die diese Interessen umsetzen, sind genauso viel in der gegenseitigen Konkurrenz oder in der Konkurrenz untereinander, wie sie natürlich, selbstverständlich versuchen, ihre Macht auszuüben, indem sie dem Volk, den Schafen, wie sie es ausgedrückt haben, ihren Willen als Schäfer oder als Hirten aufzuzwingen. Also das ist meine Grundeinstellung. Ich bin da viel profaner. Ich habe da weniger den großen Verschwörungsplan dahinter. Und zum Schluss meines Eingangsstatements, wir unterschätzen den Faktor Dummheit gewaltig. Es ist wirklich mit sehr, sehr viele Dinge in der Politik, die passieren, da stolpern die wirklich hinein. Da ist überhaupt kein Plan dahinter, das ist einfach pure Unfähigkeit und der Herdentrieb, und da bin ich wieder am Ende und da finden wir uns wieder, weil es Menschen sind, sind Menschen auch konsensbedürftig. Und wenn du permanent in der gleichen Blase bist, dann bist du halt nicht gerne der eine Außenseiter, der aus der Herde ausschaut, das eine schwarze Schaf. Manche, wie ich, fühlen sich wohl in der Rolle des schwarzen Schafes, aber das ist in der Politik und auch in der Wirtschaft, wie wir es jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, eben nicht so. Und es ist halt viel einfacher, der Herde nachzulaufen, als sich dagegen zu stellen. Liebe Zuschauer, beide haben schon mal überzogen in ihren Eingangsplädoyers, aber das macht gar nichts. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit und ich freue mich schon jetzt auf den Schlagabtausch. Im Vorfeld waren Sie ja wieder aufgefordert, uns Fragen einzusenden. Und da gab es interessante Anmerkungen von Ihnen. Da gab es welche, die gesagt haben, oh, jetzt wollen die über einen Geheimplan sprechen, den es doch überhaupt nicht gibt. Andere haben geschrieben, so, jetzt sagt der Herr Schöning endlich mal dem Herrn Merkel, dass es wirklich Geheimpläne gibt. Ich bin so gespannt, wie diese Sendung heute verlaufen wird. Und am Ende dürfen Sie ja dann auch wieder auf unserer Webseite abstimmen. Wer hat Sie denn heute mehr überzeugt? Wie ist denn Ihre Meinung, die Sie sich gebildet haben, aufgrund der Informationen, die Sie heute gewonnen haben? Sie haben ja gerade auch schon Corona erwähnt. Dann lasst uns doch mal gleich über Corona sprechen. Sie werten das, wenn ich es richtig interpretiert habe, so als ein Business, das sich so ergeben hat für jemanden wie Bill Gates und die anderen Konsorten. Und Sie, Herr Schöning, werten das schon mal als einen Teil des Plans, wenn ich Ihre Bücher richtig interpretiert habe. Genau, es ist ein Teil dessen. Und ich glaube, was uns unterscheidet, ist die Perspektive, auch wie weit man schaut. Ob man lokal schaut, auf ein Land wie Österreich, oder ob man halt irgendwie ein Business sieht, wie bei Ihnen halt aus der Immobilienbranche. Ja,
oder ob man ein bisschen mehr rauszoomt und einen längeren Zeitraum auch hat. Ich kann völlig das verstehen, was Sie dort gesagt haben. Und ich denke, so ganz groß sind wir gar nicht auseinander. Denn ich war an ähnlichen Punkten vor Jahrzehnten ebenfalls, wo ich in Berlin gelebt habe, gearbeitet und studiert und auch mit der Politik dort sozusagen beratend verbandelt gewesen bin, zwar nie in einer Partei, ja, aber trotzdem habe ich das auch gesehen. Und da habe ich die gleichen Sachen, wie Sie gerade gesagt haben, ebenfalls natürlich beobachtet, ja, wie inkompetent es abgeht, wie zufällig es abgeht, wie gierig es abgeht, ja, und dachte auch, okay, das passt, ist es vielleicht viel Korruption und Anerkennungssucht dabei, aber es ist in der Tat mehr und davon habe ich die letzten Jahrzehnte wirklich gearbeitet. Und das sind so die Punkte, wenn man plötzlich denkt, Moment mal, was ist jetzt? Und Sie haben einen Punkt, einen Startpunkt, eigentlich selber genannt. Sie sagten gerade, Bill Gates hat ein Riesengeschäft gemacht, hunderte von Millionen. Ja? Die logische Frage, die sich dann doch stellt, ist, okay, wenn das eigentlich nur so ein Business wäre und wenn das nicht größer zusammenhängen sollte, wie kann es sein, dass der von keinem Land der Welt zur Rechenschaft gezogen wird? Wie kann es sein, dass dieser Mann, ja, überall hofiert wird, insbesondere auch in Hamburg bei der Bild-Zeitung wie letztens, ja? Und wie kann es sein, dass der so viel Geld halt überall halt hingibt und hofiert wird, aber nirgendwo die Verbrechen, die damit ja zusammenhängen und das, was Sie gerade ja sagten, sozusagen Insiderhandel, ja, und vieles mehr, wie kann es sein, dass da keine Strafverfolgung ist? Und dann sieht man, dass es ein längerer Zeitraum ist, dass da mehr Leute zusammenhängen, ja. Und ich glaube, da haben wir sozusagen eine unterschiedliche Ebene, worauf man sich auch, sage ich mal, in seinem täglichen Leben drauf spezialisiert hat. Ich finde das Stichwort super. Corona ist nämlich mittlerweile rund um Corona, die Erzählungen rund um Corona vergessen immer einige ganz wichtige Details, die dann das globale Bild, und ich sehe immer das globale Bild, verändern. Ich sage Ihnen mehrere Beispiele. Dass überhaupt die Gain-of-Function-Forschung ausgelagert wurde, ist reines Profitinteresse und es war ein Ausweichen, um dieses extrem profitable Geschäft außerhalb der gesetzlich regulierten europäischen und amerikanischen Zone weiterführen zu können, obwohl es wir eigentlich verboten haben. Warum ist es so extrem ökonomisch wertvoll? Weil der Grundgedanke immer der war, wenn wir wissen, wie der Virus entsteht, dann können wir viel schneller, viel leichter und, jetzt kommt das Zauberwort, viel billiger dagegen Impfstoffe herstellen. Bill Gates ist aus meiner persönlichen Beurteilung heraus nicht eingestiegen in den mRNA-Impfstoff, um irgendjemanden zu killen, sondern weil, und das ist ja das Geheimnis des mRNA und warum diese absolut nicht tragfähige Technologie umgesetzt wurde, weil es die Herstellungskosten von Pharmaka, von Impfstoffen, extrem verbilligt. Das heißt, du kannst mehr verlangen, es kostet dich viel weniger und dein Gewinngap wird immer größer. Das war zum Beispiel ein pures Gewinnstreben. Für mich war es von Anfang an, ich bin eigentlich von Anfang an darauf gestoßen, dass ich mir gedacht habe, ich habe einen Teil meiner Familie, mein Sohn hat eine Chinesin geheiratet, der war 12 Jahre lang drüben, ich war auch oft drüben. Und wenn Sie China kennen, die probieren alles aus. Alles. Es ist völlig egal, was für neue Technologie kommt. Du willst einen Zug bauen, der 2000 km/h fährt. Okay, probier's, wir bauen das. Und gerade bei Covid, gerade bei Corona, setzen die Chinesen plötzlich auf die herkömmlichen Impfstoffe. 2 Milliarden Menschen auf der Welt sind mit chinesischen Impfstoffen versehen worden gegen Covid. Die waren aber nicht mRNA, das ist der alte herkömmliche Totimpfstoff. Genauso die Inder, ebenfalls technologieaffin. Und jetzt komme ich wieder zurück zur Verschwörungstheorie und zum Plan. Ich lese dann in meinen Foren, das Ganze war ein Vorwand, um die Menschheit zu dezimieren. Komischerweise dort, wo die Menschheit wirklich explosionsartig sich vermehrt oder wo die Zahlen der Bevölkerung immer weiter zunehmen, dort ist nicht mRNA eingesetzt worden. mRNA ist dort eingesetzt worden, wo das Geld lag.
wo die Europäische Union 1,4 Milliarden Impfdosen bestellt hat für 400 Millionen Menschen, wo Österreich für 8 Millionen Menschen, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 42 oder 50 Millionen Impfdosen bestellt hat. Dort, wo Cash gemacht worden ist, dort ist der Plan, um jetzt meine Zuhörer, der Makler hat Plan gesagt, ja, also er hat das Wort Plan in den Mund genommen, um das Wort Plan umzusetzen. Dort wurde Cash gemacht. Dort, wo sie kein Geld haben, dort, wo es billig zu verteilen gab, dort, wo der Impfstoff niemand bezahlen kann, dort kamen die Inder und die Chinesen zum Zug und da war nichts mit Bevölkerungsreduktion, weil dort hat man keine mRNA eingesetzt. Bei uns hat man Geld gemacht. Und das ist so, danke vielmals, das ist so eines meiner Lieblingsbeispiele, wo man sieht, der Plan heißt immer nur Geld verdienen. Viel Geld, möglichst Geld, Maximierung. Und das kratzt leider zu sehr an der Oberfläche. Und das ist wirklich ein Punkt. Es wird Sie vielleicht wie einen Schlag treffen, aber den Fachbegriff, den Sie gerade benutzt haben, ja, da gibt es noch viel, viel mehr und viel Tieferes zu sagen. Sie sagten Gain of Function, englischer Begriff. Ja. Was bedeutet das? Ja? Funktionserweiterung, direkt übersetzt, aber nur in einem Zusammenhang mit Biowaffen. Ja. Es ist Biowaffenforschung, Punkt. Es ist belegt, ja, selbst vom US-Senat, hat der Direktor der Seuchenbehörde der USA gesagt, Gain of Function ist Biowaffenforschung. Das ist klar. Punkt. Und jetzt kommt nämlich der Punkt auch dazu, wo ich ja sagte, es ist ein Informationsdefizit dazu. Biowaffenforschung, wann hat es so richtig angefangen? Wann hat es durchgestartet? Das war 2001, nach den Anschlägen von 2001 in den USA. Da sind hunderte von Milliarden US-Dollar investiert worden in die private Biowaffenforschung, in die private Gain-of-Function-Forschung. Wodurch? Woher kam denn dieses Bonanza, wo sich dann ganz viele natürlich Geld in die Taschen gesteckt haben? Aber jetzt kommt der Punkt. Ja? Wie konnte man denn plötzlich hunderte von Milliarden in die private Biowaffenforschung machen? Wie konnte man denn aus einer Handvoll staatlicher Biowaffenlaboren, und wir sprechen hier ABC-Waffen von B-Waffen, wie konnte man aus den staatlichen Laboren eine private Industrie mit 20.000 Forschern machen? Und jetzt kommt nämlich das Narrativ dazu. Was ist 2001 passiert? Ein echter Biowaffenanschlag in den USA erstmals mit einem tödlichen Bakterium, welches vorher künstlich scharf gemacht worden ist. Ja? Und das war Bacterium anthracis, Anthrax. Das waren die Anthrax-Anschläge. Und genau da, Herr Makel, habe ich mich halt jahrelang eingearbeitet in diese Biowaffenanschläge. Und das ist belegt, das ist abgedruckt. Ja? Die meisten wollen es nicht zur Kenntnis nehmen, aus besonderen Gründen. Aber das ist dieser Punkt, dass es dort nämlich bei diesen Biowaffenanschlägen in den USA nicht nur Tote gegeben hat, sondern das US-Parlament ist geschlossen worden. Ja? Die Demokratie, wieder Reichstagsbrand 33, zu. Es sind Parlamentarier unter Druck gesetzt worden mit diesen Anschlägen. Die haben das nämlich bekommen. Es sind die Medien unter Druck gesetzt worden, weil die haben diese Antragsanschläge bekommen. Ja, also diese Briefe dazu. Von wem kommt das? Und wer ist beschuldigt worden? Da ist 2001, haben die gesagt, hey, das war der Irak, das muss Saddam Hussein gewesen sein. Das muss ein Staat sein, weil das Ding war ja so künstlich Weltneuheit waffenfähig gemacht. Das war gelogen. Das kam raus, das Material kam vom US-Militär selber. Ja? So, dann haben die nicht mehr halt eine Tätergruppe gesucht, sondern einen Einzeltäter. Wie bitte? Das FBI, verstehen Sie? Das Kriminalamt der USA hat 7 Jahre einen Einzeltäter gesucht. Und dann haben sie so einen Sündenbock rausgenommen, Dr. Bruce Ivins. Und der hat sich dann eine Woche vorher, bevor sie ihnen gesagt haben, der war es jetzt, ja, mit Paracetamol, mit dem Schmerzmittel umgebracht. Und da habe ich als Arzt gesagt, ich habe so viele behandelt auf 3 Kontinenten, ist nicht. Ich habe mich in diesen Fall eingearbeitet. Der offizielle Einzeltäter hat keinen Selbstmord gemacht. Ja? Und die Firma, bei der er gearbeitet hat, die haben ein Wahnsinnsgeld gemacht, ja? Mit dem Monopol auf den Anthrax-Impfstoff. Und das ist die gleiche Firma, die auch hauptsächlich die Covid-Impfstoffe gemacht hat. Und deswegen konnte ich vorhersagen, ja, 1 Jahr bevor Corona ausgebrochen worden ist, ja, es wird kriminell geplant, und zwar im Weltmaßstab. Und zwar auch mit den Chinesen zusammen, und damit schließe ich. Ja, denn das, was sie da als Virus da haben in Wuhan, da haben amerikanische und chinesische
Biowaffenforscher zusammengearbeitet, alles bewiesen und da. Das sind keine großen Gegner, das sind Mafia-Familien, die zusammenspielen. Und genau dieses Bild haben wir hier. Okay, das waren jetzt ungefähr 50 Themen, sehr plakativ und wunderbar zum Zuhören miteinander vermischt. Und ich versuche jetzt ein paar von den Dingen, die Sie uns oder die Sie mir gerade gesagt haben, herauszudröseln. Erstens, Biowaffenforschung gibt es eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg. Biowaffenforschung wurde intensiviert im Zweiten Weltkrieg und vor allem danach. Und Biowaffenforschung beim Militär gibt es bis heute noch, wobei das große Problem aller Militärs auf der Welt ist, es ist halt der Mensch genetisch nicht so sehr unterscheidbar, dass ich heute sage, der Virus, den ich jetzt freisetze in Russland, tötet nur Russen, bleibt an der russischen Grenze stehen und kommt nicht über Alaska rüber in die USA. Und das ist der einzige Grund, warum in keinem Krieg bis jetzt in großem Maßstab, seit dem Ersten Weltkrieg, in großem Maßstab Biowaffen eingesetzt worden sind, weil sie nicht Stopp machen an einer Grenze. Die Forschung gab es, gibt es und wird es leider Gottes trotz aller Verträge immer weiter geben. Die großen Armeen der Welt forschen weiter. Es gibt genauso die Biowaffenlabore. Jetzt wird halt ausgelagert. Jetzt steht halt dann der Pentagon-Chef dort und sagt, nein, in den USA gibt es keine Biowaffenforschung. Nein, gibt es eh nicht. Gibt es in der Ukraine drüben, ja? Oder in anderen Proxy-Ländern, die man einsetzt. Aber wogegen ich mich vehement ausspreche, ist dann die Vermischung dessen, dass man sagt, ja, diese Biowaffenforschung gibt es, aber sie unterscheiden dann nicht, dass auf diese Art der Forschung die kommerzielle Nutzung draufgesprungen ist. Man ist draufgekommen, wenn das herstellbar ist, wenn ich einen Virus herstellen kann, der meine feindliche Armee angreifen kann, und ich finde dann auch noch die Möglichkeit, dagegen meine eigenen Soldaten zu schützen, daraus könnte ich ein Geschäft machen. Ich brauche keine jahrelangen Forschungen machen, ich brauche keine Feldergebnisse machen, ich brauche diese ganzen Studien nicht mehr. Ich kann Gott spielen. Und genau das haben sie getan. Sie versuchen heute noch Gott zu spielen und es funktioniert nicht. Und wo ich dann wirklich zu schmunzeln begonnen habe, ist Anthrax, der Sprung von Anthrax zu den Chinesen. Anthrax waren, ich kenne die USA sehr gut, das meiner persönlichen Meinung nach, und wenn Sie sich dann daran erinnern können, wie die damalige politische Situation war, da gibt es in den USA einfach Gruppen von Menschen, die absolut gegen den Zentralstaat Washington sind und die damals, und von denen gibt es immer wieder welche, die dann damals einfach Anschläge gemacht haben, um ein politisches Klima zu erzeugen, wo sie selbst sich gedacht haben, da beginnt dann jetzt die Unterdrückung des Staates, da kann ich drauf aufbauen, ich kann dann drauf meine sezessionellen Gedanken aufbauen und diesen Zentralstaat zerschlagen. Und übrigens, wir hatten zu der gleichen Zeit auch diese Giftanschläge in Österreich. Also bei uns gab es dann auch plötzlich Nachahmungstäter, die irgendwelche weißen Pulver verschickt haben, um einerseits in die Medien zu kommen. Aber da ist noch lange kein großer Plan dahinter. Und wo ich Ihnen wirklich vehement widerspreche, muss, ist, die Chinesen und die Amerikaner arbeiten überhaupt nicht zusammen. Entschuldigen Sie, zusammenarbeiten meine ich mit die Verschwörung von China und den USA, um die Bevölkerungen, ja, ich weiß gar nicht, was sie dann mit den Bevölkerungen machen, mit dieser Biowaffenforschung. Was die Chinesen gemacht haben, ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei uns kannst du alles machen. Bei euch ist es verboten, zahl mir genug, bei uns kannst du es machen. Und so ist Wuhan entstanden. Hätten die Amerikaner die Biowaffen, also die Gain-of-Function-Forschung und die Europäer in Europa und in den USA nicht verboten, würden die heute noch hier bei uns Gain-of-Function-Forschung machen. Die haben einfach die Chinesen ausgenutzt. Und mein letztes Argument, das ich doch noch wieder einbringen will, komme ich wieder zuvor, wenn die Chinesen dann doch beim Biolabor in Wuhan gemeinsame Sache mit den Amerikanern gemacht haben und
das alles gesteuert war, warum haben dann die Chinesen bis, ich glaube, inklusive heuer, den mRNA-Impfstoff, ich mache immer die Anführungszeichen dazu, den mRNA-Impfstoff in China verboten? Es hat lange gedauert, dass die Chinesen überhaupt anerkannt haben, dass westliche Diplomaten und Geschäftsleute, die sich hier mit BioNTech impfen haben lassen, drüben anerkannt worden sind. Das ist eine Zeit lang wirklich de facto verboten worden und es ist kein einziger Chinese mit dem mRNA-Impfstoff geimpft worden, der ja angeblich in einer Verschwörung zwischen China und den USA gemeinsam hergestellt worden ist. Wo ist da die Logik? Ja, genau. Wo ist da die Logik? Die ist relativ einfach. Und da können wir, glaube ich, zwei Punkte mal fast wie Bälle sozusagen mal reinschmeißen. Also worüber wir uns ja vielleicht erstmal einig sind, ist, es gibt ein großes Verbrechen auf sozusagen mindestens Länderebene. Sie hatten China erwähnt, wir haben da USA erwähnt. Sie haben da auch gesagt, Mensch, da gab es so große Gruppen. Ja, den schmeißen den wir können rein. Wir reinschmeißen. Eine gemeinsame Ansicht, das ist halt ein Verbrechen. Solche großen Anschläge wie mit Anthrax, ja, weltweite Panik und hunderte von Millionen hunderte von Milliarden Dollar, die da reingepresst worden sind mit diesem Narrativ, da muss man ja schon sagen, okay, das ist jetzt richtig groß, ja. Meinetwegen erstmal auf Länderebene. Gut, bleiben wir damit. Um Ihr letztes Punkt dort aufzugreifen, dass Sie sagen, so ja, die wollten nicht die mRNA-experimentelle Gentherapie, ne, den Impfstoff, da sind wir uns auch einig. Es ist kein Impfstoff, es ist experimentelle Gentherapie. Genau. Er wird nur Impfstoff genannt. Da hätten wir einen zweiten Ball für den Moderator. Ich glaube, den kann man wirklich den mal... Den kann man versenken. Den kann man mit Slam Dunk versenken. Slam Dunk. Das war die Sache. Und ich gebe Ihnen ja auch insofern recht, dass Sie sagen, natürlich haben, ja, um dieses Bild der Mafia-Clans zu benutzen, natürlich haben die dort halt ihren Markt, ihre eigenen Profite erstmal geschützt, indem die gesagt haben, so, das Zeug von euch nehmen wir nicht. Wir haben hier Sinopharm zum Beispiel, wir nehmen unseren chinesischen. Das Gleiche ist ja auch in Russland abgelaufen. Die haben gesagt, oh, ihr wollt schnell was entwickeln, wisst ihr was? Wir haben ein paar Wochen vorher, haben wir Sputnik 5 da. Ja? Und wir nehmen, der war einfach gestohlen. Wir nehmen unser Zeug jetzt und machen dort halt damit das Geschäft. Das gibt es. Ja? Der Punkt ist, und ich glaube, das beste Bild, um das zu haben, ich komme gleich auf die Verbindung noch, ist, wenn man im Kopf hat sozusagen das populäre Bild von Mafia-Clans, nicht, die man kennt. Da gibt es den einen, den anderen, die sind halt in Geschäften, meistens in Familienverbänden organisiert. Ja? Sie nicken, ja, genau. Ja, da haben Sie sicherlich lokal wesentlich mehr Erfahrung als ich, ja? Was es da nicht irgendwo gibt. Sie sagten, Sie kommen gerade aus Italien, ja, wunderbar. Das ist sozusagen das Klassische, was man auch in Filmen halt dort verklärt im Kopf hat. So, aber es gibt halt auch, wenn es ein längeres Geschäft gibt, gibt es halt auch einen Oberboss, ja, der mit den ganzen anderen das sagt hier, wir machen hier einen Konsens, wir haben das. Und es gibt auch einen Konziliere, ganz wichtig, ja, den Berater, der das Ganze macht. Und im Großen, ja, wenn man das nämlich sieht, zwischen angloamerikanischen Mafia-Clans, zwischen chinesischen Mafia-Clans, ja, gibt es auch Leute, die versuchen, das Ganze auszugleichen, wo kann man das Geschäft. Und bei Covid hatten wir das so, dass dann bei dieser Gleichschaltung tatsächlich weltweit der gleiche Plan halt ausgerollt worden ist. Innen drin gab es Konkurrenz um die Beute, das schon. Aber die Bevölkerung zu unterdrücken, das haben wir überall gesehen. Und der Punkt ist, seit wann sind die denn zusammen? Wann kommen die? Und ich hatte anfangs die Drogen erwähnt. Und ich habe das auch im Buch halt auch belegt. Ein großer Punkt sind die Drogengeschäfte. Und zwar hat man ja China vor rund 200 Jahren schon ganz arm gemacht und ausgeraubt damit. Alle europäischen Länder. Am größten halt die Briten. Die Briten. Ne, mit einer privaten Mafia-Organisation, die heißt British, also East India Company. East India Company, ja. Das ist eine kriminelle Vereinigung und die haben auch Anteilseigner bis heute. Die haben das Hauptgeschäft gemacht. Und diese, ich bin gleich, das muss ich da noch sagen. Und der Punkt ist, die kannten kein Chinesisch. Die konnten das Opium, was sie hatten, immer nur an die Küste gehen. Und die Verteilung in diesem riesigen chinesischen Land und die Korruption,
das Bestechen der Beamten in China, das waren chinesische Mafiafamilien. Und die haben 200 Jahre lang zusammen ein riesiges Geschäft gemacht. Was meinen Sie, wo dieses ganze Geld ist? Zusammen. Ja. Mao kam mal dazwischen, um es ganz groß zu sagen. Kissinger hat das in den 70er Jahren wieder geheilt. Und was sehen wir? Die große Werkbank ist halt aufgebaut worden in China. Wir haben es alle mitbekommen. Das neue Zentrum des weltweiten Verbrechens steht eben nicht mehr in London oder halt in New York mit den großen Türmen, sondern es ist heute in Shanghai. Es sind wieder 20 Schlagworte und ich kann mir nur ein paar rauspicken. Ich fange jetzt von rückwärts an. Die East India Company und die Europäer sind draufgekommen, dass in China damals Gold und Silber das einzige Zahlungsmittel war. Es gab nirgendwo auf der Welt größere Gold- und Silberbestände als in China. Die Chinesen hatten einen unglaublichen Reichtum angesammelt, den die Europäer haben wollten. Und ja, da kommt der Plan. In China gab es so etwas in diesen Größenordnungen wie das Opium, den Opiummissbrauch, den gab es nicht. Und die Briten, ja, haben in Indien hergestellt, in ihrer Kolonie Indien, hat die East India Company die großen Mondfelder auch in Afghanistan angelegt. Und das wurde dann zum Ausrauben. Das war ein riesengroßer Raubzug, denn man ließ sich in Gold und Silber bezahlen und lieferte eine Droge, die das Volk zerstört hat. Ja, natürlich haben damals, und das tun heute die Kolumbianer genauso wie die nigerianische Mafia gemeinsam mit der italienischen Mafia zusammenarbeitet, um bei den illegalen Drogengeschäften zusammenzuarbeiten. Ja, auch damals wurde zusammengearbeitet. Aber was ist dann passiert? Dann gab es einen derartigen Absturz in China unter der Bevölkerung. Es gab eine derartig große Abhängigkeit. Unglaublich ein großer Anteil der Bevölkerung war opiumabhängig. Und dann kam die Gegenbewegung, die damals vom chinesischen Kaiserhaus unterstützt worden ist. Und dann kamen die berühmten Boxer, die ja nichts anderes waren als eine, heute würde man sie sagen, heimatschützende Gruppe. Und dann kam die Kanonenbootpolitik. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wo ich überhaupt... Aber jetzt müssen wir zur Kontinuität kommen. Gibt es einen Bruch oder eine Kontinuität? Nein, es gibt einmal einen, das ist das, was ich beim Eingangsstatement gesagt habe. Es gibt Interessen, die partiell zusammenpassen, die eine partielle Partnerschaft für einen Zeit lang betreiben und die dann wieder auseinandergedriftet sind. Und es gibt vor allem, und da widerspreche ich Ihnen komplett, wenn Sie sprechen von einem Mafia-Boss und einem Consigliere, wenn ich bei Ihrem Beispiel bleibe, bei Ihrer Wortwahl bleibe, dann sind es geschätzte 10.000 Mafia-Bosse auf der Welt und geschätzte 1 Million Consigliere, die hier jeder gegen sich und für sich arbeiten und schauen, wie kann ich meine Koalitionen schmieden. Und was mir noch eingefallen ist, ist, weil ich gerne die Maßstäbe auch ein bisschen zurechtrücke. Sie sagten vorher ein 100-Milliarden-Geschäft. Ein 100-Milliarden-Geschäft ist gar nichts. Und jetzt tue ich auf eins einen Gefallen und sage, ich sage einmal, wo ein wirklicher Plan vorliegt. Wenn Sie sich heute anschauen, was die Fed und die anderen Zentralbanken auf der Welt mit dem Gelddruck erfunden haben. Wenn ich mir anschaue, was der Green Deal ist. Das ist ein Plan. Das ist ein Plan, nämlich so richtig Kohle zu machen, ohne Risiko. Die Größenordnung, die Sie genannt haben, von 100 Milliarden ist Peanuts. Die Vereinigten Staaten machen alle 100 Tage 1.000 Milliarden Dollar neue Schulden. Die werden gedruckt, aber denen steht nicht mehr so wie früher. Und jetzt komme ich wieder zu dem, wo wir auseinanderdriften. Die Chinesen haben sich eine Zeit lang den Zugang zum amerikanischen Markt einfach erkauft, indem sie amerikanische Bundesanleihen dermaßen großen Stil aufgekauft haben, dass sie der größte Gläubiger der USA sind. Und immer wenn irgendein amerikanischer Präsident kam und sagte, wir importieren von euch zu viel und unsere eigenen Fabriken gehen den Bach runter, kamen die Chinesen und winkten mit dem und haben gesagt, weißt du eigentlich, wie viel Anleihen wir halten von dir? Sollen wir dir auf den Markt werfen? Das ist eine reine Erpressungsgeschichte gewesen.
Und jetzt geht das Ganze wieder auseinander. Die Chinesen verkaufen, stützen nicht mehr, weil sie draufgekommen sind, die Amerikaner kaufen das Ding einfach selbst. Das ist ja das Interessante beim großen Plan des Gelddruckens. Ich drucke etwas, was ich mir selber schulde, und das spiele ich in den Kreislauf hinein. Irgendwann, alle wissen, irgendwann einmal ist die Party vorbei und dann kommt ein großer Crash, aber bis dorthin werden sie noch so richtig reich. Aber auch da, wenn wir wieder global gehen, da gibt es jetzt plötzlich, befeuert durch den Ukraine-Krieg, eine Staatengemeinschaft namens BRICS Plus, die all diesen großen, schönen Plan zerstören werden. Denn BRICS Plus wird jetzt im Herbst auf der großen BRICS-Konferenz eine eigene Währungskorb entwerfen, hat schon eigene Zahlungsströme und Zahlungsmodalitäten gemacht, abseits vom SWIFT-System der Amerikaner und der Europäer. Und plötzlich ist das globale Gleichgewicht, hat sich verschoben. War da ein Plan? Was ist da der Plan? Da sind verschiedene Interessen, die auseinanderdriften. Da gibt es keinen globalen Plan dahinter. Da gibt es das Interesse der Amerikaner, die, und vor allem der Europäer, die hier mit aufgesprungen sind und gesagt haben, das ist zum ersten Mal in der Geschichte des Big Money, ist das eine Möglichkeit, ohne jedes Risiko Geld zu verdienen. Auch der Green Deal, bin ich bei Ihnen, ist ein Plan, können wir einwerfen. Der Green Deal ist ein reiner Plan, denn früher mal hat Mr. Soros und Co. mussten sie gegen eine Ökonomie wetten, er musste gegen Währungen wetten und da hielten dann die Nationalbank dagegen, da hielten andere Player dagegen. Jetzt braucht niemand mehr dagegen halten, weil jetzt steht es der Gründungszweck der EZB wurde erweitert, der war ja eigentlich zu Beginn nur die Stabilität der europäischen Währung, des Euro zu bewahren, und jetzt ist plötzlich der Klimaschutz eines der beiden Grundziele der EZB. Das heißt, ich habe jemanden, der mir das hundertprozentig sicher abkauft. Und da bin ich bei Ihnen, und da kann ich auf eins den Gefallen tun, zu sagen, da spricht der Makel vom Plan. Das ist keine Idiotie. Aber alles andere... Wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere an der Stelle, dann halten Sie das alles für Einzelverbrechen, für einzelne kriminelle Taten, große, aber globale, nicht. Sie sehen keinen großen Plan, während Herr Schöning hinter all diesen Verbrechen eine Aneinanderkettung sieht, die zu einem großen Plan gehören. Darf ich noch ganz kurz präzisieren? Ja? Ich sehe hier, wenn Sie sich erinnern an unsere Kindheit, die berühmten Kaleidoskope, die man so gedreht hat und wo verschiedene Farben sich ineinander gemischt haben. Meine Interpretation der Vorgänge auf der Welt ist genau dieses Kaleidoskop. Wenn du es drehst, entstehen immer neue Farbmischungen. Aber es gibt keinen durchgehenden roten Faden. Das ist meine Auffassung. Gehen wir mal in das aktuelle politische Geschehen hinein. Wir sprechen ja jetzt gerade in Zeiten, da in Frankreich Neuwahlen geplant werden. Macron ist mehr oder weniger abgewatscht worden bei der EU-Wahl. Und jetzt gibt es Stimmen, unter anderem, glaube ich, Herr Schöning, zählen Sie dazu, die sehen mit den vorgezogenen Neuwahlen und auch der zeitlichen Angleichung an Vorgänge in Großbritannien, in Belgien, zusammen mit den USA auch wieder einen größeren Hintergrund. Können Sie das unseren Zuschauern erklären? Diese Frage wurde auch von einigen Zuschauern mit eingebracht. Ja, gerne. Das kann ich machen. Wir sind uns ja in einen großen Sachen sind wir schon einig. Es gibt große internationale Verbrechen, die auch koordiniert sind. Und auch, wo Sie sagen, ist schillernd, nicht wie ein Kaleidoskop. Ja, natürlich. Stimme ich Ihnen völlig zu. Ja. Aber die Ebene sozusagen, wie groß das Ganze ist, da sind wir gar nicht weit auseinander. Und der wichtige Punkt, bevor ich das beantworte, ist ja, dass Sie sagten, Sie haben die Steilvorlage da gerade nämlich geliefert, Herr Merkel. Sie sagten, es gibt 10.000 Mafia-Bosse und 1 Million Konziliäre. Haben Sie schon mal was von Globalisierung gehört, von Konzentration? Und das ist genau der Punkt. Wie kann man dann denken, dass es dann halt hier immer hier so ein paar Tech-Konzerne gibt oder halt ein paar Großbanken auf der Welt, ja, oder ein paar große Vermögensverwalter wie BlackRock, State Street und Vanguard. Wie kann man denn da glauben, dass es denn immer noch 10.000 Banken gibt und 1 Million Bankdirektoren? Nee, es gab einen Konzentrationsprozess.
Das, was ich ja gar nicht gesagt hatte, was ja Ihr Thema war, war, gibt es einen großen Plan, der den steuert? Habe ich nie gesagt. Ja? Sondern es ist tatsächlich so, dass eine Gruppe dazukommt. Und was uns unterscheidet ist, wie groß ist der Konzentrationsplan? Ich widerspreche Ihnen, wenn Sie sagen, das sind 10.000 Mafia-Bosse und das ist nicht koordiniert. Es ist eine relativ kleine Gruppe, international, die dort zusammenspielt. Und das können wir sehen. Und jetzt auf den Punkt, wenn wir das bei der geplanten Pandemie von 2020 sehen, die vorgeplant worden ist, und dafür sind die Beweise abgedruckt, ja, dann haben wir auch dort gesehen, oh, Wahlen sind vorgezogen worden. Ja, und zwar auf 2019 in Österreich, in Spanien, ja, in Großbritannien auch. Und was ist jetzt passiert? Jetzt hat jetzt gerade der englische Premierminister gesagt, oh, wir machen Neuwahlen, 4. Juli 2024. Nicht? Das hatte ich schon den Finger hochgehalten und hatte gesagt, Moment, Achtung. Ja? In den USA sind die Wahlen ebenfalls November 2024. Die sind geplant. Und jetzt offenbar, ja, ich habe dafür jetzt keinen Beweis dafür, ja, aber offenbar haben wir das Ähnliche wie bei der Plandemie 2020, dass jetzt auch andere Länder dazukommen. Macron macht jetzt für Juni 2024 Neuwahlen. Der belgische Premierminister, der tritt ebenfalls zurück. Deutschland wackelt. Ja. Wir werden sehen, wie das kommt. Und das sind einzelne Schritte in dem Ganzen, ja, wie man etwas koordinieren kann. Und Corona, haben wir gesehen, ist koordiniert. Und wenn Sie, da muss ich Ihnen noch ganz klar widersprechen, wenn Sie sagen, ja, da haben die mal zusammengearbeitet in Wuhan. Es ist doch das ganze Narrativ, wenn das militärisch Gegner sind, und ich bin Offizier der Bundeswehrreserve, ja, wenn das wirklich so sind, warum haben die in einem so wichtigen Teil Jahre, Jahrzehnte lang dann zusammengearbeitet? Die spielen zusammen auf einer größeren Ebene. Sie sind meistens Konkurrenten um die Beute. Aber es gibt größere Vorhaben. Und ein größeres Vorhaben, das ist der Angriff aufs Mikrobiom, den Bill Gates jetzt gerade halt ein halbes Jahr nach dem Buchdruck in Hamburg bei der Bild-Zeitung selber halt angerollt hat. Warum Macron wählt, das ist kein Plan. Macron spielt. Macron macht Roulette. Macron hat mit seinem Vorstoß zum Einsatz von europäischen Truppen in der Ukraine einen extrem riskanten Vorstoß gemacht, der jeden von uns eigentlich schockiert hat, jeden normal denkenden Menschen schockiert hat und der auch in Frankreich extrem seine Werte runterfallen ließ. Macron hatte nachdem, also die französische Bevölkerung ist zu 80% entschiedenst dagegen, dass wirklich reguläre französische Truppen, ich sage reguläre französische Truppen, weil die Fremdenlegionäre sind schon längst in der Ukraine, beziehungsweise kommen in Särgen wieder zurück, hat also extrem an Zustimmung verloren. Und was Macron jetzt macht, ist politisches Roulette, weil er damit rechnet, dass er jetzt in diesen 30 Tagen, deswegen macht das auch so schnell, wenn er jetzt 2 oder 3 Monate Zeit lassen würde mit einer Neuwahl, dann würde der Schock in der Bevölkerung, der Linken, ich meine, Sie müssen sich ja nur die sozialen Medien von gestern durchlesen, gerade in Ihrem Land, in Deutschland draußen, da ist das große Mi-Mi-Mi-Mi, also die fassen die Welt nicht mehr. Wie kann Europa nach rechts rücken? Wir haben ihnen doch gesagt, es ist so gefährlich. Und Macron spielt mit dem Gedanken, dass er noch vor dieser Wahl eine Art von, wie war es in Deutschland, Bündnis gegen rechts oder so, zusammenstellen kann, dass er den Menschen, und das werden wir in den nächsten 3 Wochen sehen, es werden die Embedded Prostitutes, die Lohnschreiber werden dort massivst, so wie in Deutschland, vor der großen rechten Gefahr warnen. Und Macron hofft, dass der Schock des gestrigen Wahlergebnisses, wir dürfen nicht vergessen, 32% Le Pen, nur 15%, also nur die Hälfte Macron, das ist ein Erdbeben gewesen, was aber aus meiner Sicht eine klare Botschaft in Richtung Ukraine war und gar nicht so sehr auf die restlichen Themen aufgebaut war. Und Macron setzt jetzt darauf, dass alle unter Schock stehen und sagen, um Gottes Willen, wenn wir jetzt neu wählen in 30 Tagen, wenn wir nicht aufpassen, dann wachen wir unter einer rechten Regierung auf. Und wir dürfen nicht vergessen, Frankreich hat eine lange Tradition an Mitte-Links
Regierungen. Die Rechten kamen unter Le Pen Vater kaum nach oben. Le Pen hat das jetzt viel moderater angelegt. Und Migration, Sicherheit, Ukraine, Inflation, Energie etc. spielt Le Pen jetzt immer weiter nach oben. Und jetzt versucht Macron einfach ein politisches Wabankspiel, das aus meiner Sicht, und Sie werden es am 30. sehen, fürchterlich in die Hose geht. Ein ganz anderes Thema ist Rishi Sunak. Rishi Sunak ist de facto pleite. Rishi Sunak laufen die eigenen Unterstützer davon. Rishi Sunak, bevor er mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt wird von den eigenen Leuten, macht in Wahrheit genau das Gleiche. Er geht in Neuwahlen, weil er glaubt, dass er mit dem Thema dort drüben ist die Unsicherheit, da sind die Rechten, dort drüben, ich bin die Stabilität, dass er damit bei der Bevölkerung punkten kann. Nur dort hat sich's länger abgezeichnet. Und im Rest von Europa ist von Neuwahlen gar keine Rede. Und die letzten, die Neuwahlen ausrufen werden, sind jetzt ihre Ampelkoalition in Deutschland. Ich würde mich wetten trauen, die ganzen Bälle hier können wir reinwerfen. Ich würde mich wetten trauen, dass die Ampelkoalition sich wie in Österreich bis zum letzten Tag festkrallt, festklebt, festtackert an ihren Sitzen im Bundestag, weil was anderes als ein Desaster soll bei der nächsten Wahl rauskommen. Ja. Es wird also da ein europaweiter Plan, dass da jetzt Wahlen vorgezogen werden, um irgendetwas vorzubereiten, da muss ich also wirklich sagen, das ist so eine der Grenzen, wo ich von einer vernünftigen Gesprächsbasis, wie wir beide sie haben, zum Kopfschütteln wegdrehen. Also was ich seit gestern lese, dass da das alles dafür gemacht wird, damit wir 2025 in einen Lockdown gehen. Weder das eine noch das andere. Es gibt weder einen Plan für die Wahlen, noch gehen wir nächstes Jahr in einen Lockdown. 2025 Lockdown, das haben wir schon mal gehört von Ihnen. Ja, genau, das ist der Punkt. Und lieber Herr Merkel, Sie haben da auch wieder halt die Steilvorlage eigentlich genannt, auch ebenso. Es kostet mich ja wirklich Geduld, auch dazu zu hören, aber es ist eine gute Kultur, wenn man sich aussprechen lässt, ja, auch dazu. Sie sprechen von Macron, als wäre es eine Person, die eigene Macht und großen eigenen Entscheidungsspielraum hat. Und das ist nicht der Fall. Und das ist genau der Punkt, den ich halt beobachte, bei Ihnen jetzt gerade persönlich, wie bei vielen anderen. Sie hatten vieles Richtiges gesagt, auch heute, nicht, was alles passt. Aber dann kommen Dinge, die Sie nicht richtig einschätzen können und sagen einfach, Macron muss dies und dies und das. Wer ist denn Macron? Macron ist ein Rechtsanwalt, ja, der Rothschild-Bank in Frankreich. Ja? So. Macron hat eine Blitzkarriere hingelegt, weil er dort hingeschoben worden ist. Ja? Und Macron ist eine ganze Partei spendiert worden. Das ist kein eigener. Und wenn man ihn, ich bin ja Arzt, als Mensch auch noch sieht, ja, schauen wir doch mal, mit wem er da verheiratet ist. Ja? Und dann sehen Sie, was für ein armes Licht, was für ein Schauspieler der Ganze ist. Trump ist ebenfalls ein Schauspieler und Sunak hatten Sie auch noch erwähnt. Und diese Prämisse, dass Sie sagen, das sind eigene Leute, die wirklich sozusagen großen Entscheidungsspielraum, das stimmt nicht. Und mich würde wirklich da interessieren, weil ich hatte gehört, dass Sie in einem Interview gesagt haben, Ihr größter politischer Fehler war die Einschätzung von Sebastian Kurz. Ja, da haben wir das. Das hatten Sie öffentlich gesagt. Und Sie haben gesagt, Sie hatten in Sebastian Kurz, der hat Sie beeindruckt am Anfang und dann hat er Sie nur halt enttäuscht. Ja? Ich kann Ihnen auch ganz genau erklären, warum. Ja. Kommen wir aber vorher noch zu Macron. Ich habe nicht gesagt, Macron ist die bestimmende Person. Ich habe gesagt, aber Sie sprechen so wie von ihm. Ja, weil Macron derjenige ist, der beim Sie können heute, also ziehen wir es anders auf. Sie versuchen den Menschen zu suggerieren, es werden Einzelne ausgesucht, dorthin gestellt und dann ruft irgendjemand an und du sagst, du machst heute dieses und jenes. Nein. Ich wiederum gehe hin und sage, ich kenne einige Spitzenpolitiker und ich weiß, nach welcher Logik die arbeiten, die sind natürlich nach vorgestellt, weil er der Einzige ist, der vor einer Kamera wirkt. Sebastian Kurz kannst du vor eine Kamera hinstellen, Sebastian Kurz kannst du hierher setzen, die Granden aus dem ÖGB, aus der Wirtschaftskammer, die Interessensvertretungen, egal wo man hinschaut, aus dem Wirtschaftsbund,
die sind nicht telegen, die sind nicht verkaufbar, die wählt kein Mensch, weil wir in einer Telegesellschaft leben und Menschen, die vor einen Konrad Adenauer würde heute niemand mehr wählen, weil er einfach langweilig, trocken, intelligent war und wusste, wovon er spricht. Und natürlich musste Adenauer Rücksicht nehmen auf Interessen, die hinter ihm stehen. Und auch Adenauer konnte nicht sagen, ich will das jetzt und ich bestimme das jetzt. Aber dieses, das sind alles nur Marionetten, die vorgeschoben werden. Und dahinter steht einer, der hat jetzt einen Plan. Und damit wir die 25 in einen Lockdown gehen, müssen wir jetzt wählen, weil sonst haben wir dann den Aufstand, weil ja nächstes Jahr regulär gewählt worden wäre. Das bestreite ich vehement, weil es viel profaner ist. Und mein letztes Thema, warum hat mich Sebastian Kurz enttäuscht? Weil Sebastian Kurz den leichten Weg gegangen ist. Der leichte Weg im Jahre 2019 war der, und das war, das unterstelle ich ihm auch, wenn er hier im Studio sitzt, sein eigentlicher Plan war niemals Bundeskanzler von Österreich zu werden, sondern er wollte den Bundeskanzlerposten benutzen, um im Endeffekt sich aufzubauen als Kommissionschef. Er wollte mal der Jungstar werden, der jüngste Kommissionspräsident Europas. Und nur einen Satz. Und um das zu erreichen, benötigte er die Unterstützung des internationalen Links-Grün-Woken-Mainstreams. Er hat die erfolgreichste Regierung geführt, die wir in Österreich hatten. Er hatte 63% Zustimmung. Strache Kurz, die Regierung Blau-Schwarz, hatte 63% Zustimmung. So eine Zustimmung hatte Kreisky damals und auch nur eine Zeit lang. Und er hat das für seine, deswegen hat er mich enttäuscht, er hat das für seine persönlichen Interessen zerstört, mutwillig zerstört und ist in eine Koalition gegangen, von der er wissen musste, dass sie für das Land bei weitem nicht so gut war wie die Koalition davor. Und deswegen hat er mich enttäuscht. Wenn man über Marionetten spricht, Politiker, die eingesetzt werden, dann ist man natürlich auch ganz schnell beim World Economic Forum, wo sogenannte Young Global Leaders ausgebildet werden und wurden, die sich dann tatsächlich auch in den Regierungen wiederfinden. Da gibt es ja dieses wunderbare Zitat vom Herrn Schwab, der sagt, wir penetrieren mittlerweile mit unseren Leuten die Regierungen weltweit. Ist das auch Teil eines Plans, Teil einer Strategie oder ist das einfach eine gute Ausbildungsakademie, die gute Politiker fördert? Ja, genau, das ist ja eben Teil des Plans. Und ich werde das nur ganz kurz beantworten und dann halt auf Ihre beste Steilvorlage, vielen Dank, Herr Marke, von heute kommen, Konrad Adenauer. Aber erstmal zu Klaus Schwab und dem World Economic Forum. Ja, Klaus Schwab, das ist ein Schüler von Henry Kissinger. Der hat 2017 sich hingesetzt beim World Economic Forum und hat in der Telekonferenz hat er gesagt, Herr Kissinger, ja, vielen Dank für Ihre 50-jährige Mentorschaft, ja, damals als Student so weiter, für den Aufbau und für alles. Er hat sich bedankt, er hat gesagt, jetzt haben wir die Chance, a new world order, für eine neue Weltordnung, Sie zu schaffen, sagte Klaus Schwab selber und sagte, danke, Henry Kissinger. Klaus Schwab ist nichts weiter als ein Frühstücksdirektor und Ausbildungsdirektor, ein Herbergsvater. Ein Herbergsvater. Ein Geschäftemacher. Okay. Vieles auch, ja. Nicht, aber eine große Herberge, wo alle hinkommen, viele Karrieristen und sagen so. Gerade junge, noch unerfahrene Leute. Mehr nicht. Henry Kissinger, ganz andere Nummer. Ja? Ganz andere Nummer dazu. So, und jetzt sind wir dazu. Wer hat denn Henry Kissinger auf diesen Posten gehoben? Wissen Sie es? Kennen Sie den Namen John J. McCloy? Ja? Gut. So. Wissen Sie, wer der Schwager von John J. McCloy gewesen ist? Konrad Adenauer. Und das ist war also echt, ich glaube es nicht, ich habe es nur zur Sicherheit hier gehabt, ich glaube es ja nicht. Sie erwähnen noch Konrad Adenauer. Ich habe das in dem Buch großformatig Konrad Adenauer drin gehabt. Ja? Und Konrad Adenauer ist nichts anderes als eine so große Marionette. Das wissen die meisten aus dem deutschsprachigen Raum nicht. Und wer hat ihn ins Amt gehoben? Sein Schwager. John J. McCloy, lassen Sie mich bitte, ja? Und das ist der Punkt. Beide haben eine Zinser geheiratet, ja? Die waren zusammen. Und wer ist John J. McCloy? Und das ist genau der Punkt, ja? Wo viele halt Nachholbedarf haben. Ich auch früher, ganz genauso. Ich stelle mich nicht über irgendjemanden. Ich habe es mir
musste es mir auch erarbeiten und es war auch ebenso schmerzhaft. Der Punkt ist, wenn man John J. McCloy nicht kennt und es nicht versteht, ja, dann hat man tatsächlich internationale Politik und das internationale Verbrechen nicht verstanden. John J. McCloy war also der Ziehvater von Kissinger. Kissinger ist der Ziehvater von Klaus Schwab heute. Und wer ist John J. McCloy? John J. McCloy, ja, war derjenige, war der Sohn der Friseuse der Familie Rockefeller. John J. McCloy hat in den 20er Jahren den Faschismus von Mussolini in Italien finanziert. Sie waren gerade in. So. Wenn man John J. McCloy nicht kennt, es ist so, als würde man Mussolini in Italien nicht kennen. Der hat den finanziert in den 20er Jahren. In den 30er Jahren hat er den Faschismus in Deutschland finanziert. Er saß in der Ehrenloge mit Göring von Hitler drin. Das ist John J. McCloy. Der hat dann persönlich als stellvertretender Kriegsminister der USA so hoch, ja, hat er persönlich verhindert, dass die Bahngleise zum KZ Auschwitz bombardiert werden. Das hat mindestens 100.000 Leben gekostet. Ja. Warum? Daneben sind noch die Fabriken der IG Farben. Ja. Arbeits- und Vernichtungslager, beides. Und er war der Anwalt der IG Farben. Ja. Das ist Bayer, Höchst, Bosch. Ja. Wie heute auch. Das ist deutsches und amerikanisches Kapital zusammen. Ja? Die seitdem da sind. So. Und was hat John J. McCloy gemacht danach? Ja? Der ist als hoher Kommissar nach Deutschland gekommen, hatte diktatorische Vollmachten gehabt. Er hat seinen Schwager, und das ist ja kein Zufall, Konrad Adenauer, zum Bundeskanzler gemacht. Und dann hat er in den Jahren, in denen er da war, hat er diese ganzen Nazi-Verbrecher, die in Nürnberg teilweise zum Tode verurteilt worden sind, ja, zu langjährigen Haftstrafen, die grausamsten Verbrechen, die wir alle kennen, der hat die begnadigt. Der hat die nach 2-3 Jahren rausgelassen. Den Großteil von denen. Verstehen Sie? Wir sprechen über eine solche Person. Danach war er Chef der Weltbank. Sie haben eben gerade das Finanzthema angesprochen. Der Weltbank. Und die Weltbank finanziert heute noch genauso halt Covid-19 und alles danach. Ich kann nur sagen, wenn man diese Person und diesen Zusammenhang nicht kennt, so weit ist es. Ja? Und das ist halt eben einfach der große Zusammenhang. Ich bin beeindruckt über die Fähigkeit, aus Schlagworten eine große, weltumspannende Theorie zu machen, die dann alles beweist, was an negativen Dingen in der Welt passiert ist. Aber ich kann mich einfach dieser Simplifizierung der Dinge, um es einem Publikum zu erklären, nicht anschließen. Denn das wäre, wie gesagt, so, als würde ich die gesamte Bandbreite der menschlichen Interessen auf eine einzige, auf einen einzigen Handlungsspielraum, auf einen einzigen Trieb hin reduzieren. Ich bin beeindruckt, dass Sie Ihrem Gesprächspartner 20 Schlagworte hinwerfen, die Sie perfekt miteinander verbinden, aber bei keinem einzigen Schlagwort ausführen, warum hat er das und jenes gemacht, wieso hat er das und jenes gemacht, sondern indem Sie sagen, er war dort und das, das ist jetzt der große, sich durchziehende Plan, ohne dass Sie im Einzelnen darauf eingehen, wieso war er dort so, warum hat er Konrad Adenauer eingesetzt. Da gibt es eine viel profanere Erklärung. Wer war in Deutschland politisch aus der nationalsozialistischen Ära nicht belastet, den man hätte als Vorzeigekanzler hinstellen können? Bei uns hat man den Bruno Kreisky geholt, der ein Staatssekretär war, in weiteren Fällen, der in Schweden oben tätig war, der war vollkommen unbelastet in der Nazizeit. Wer in Österreich und in Deutschland war denn von der damaligen Generation, von den politisch Tätigen, von den wirtschaftlich Tätigen, von den Entschuldigung, da ist jetzt gerade etwas runtergefallen, der Tonmeister wird mich umbringen. Wer war denn damals nicht belastet?
Klarerweise sucht man sich jemanden, dem man erstens vertraut, weil natürlich Deutschland war unter Besatzungsmacht. Die konnten kein Wagnis eingehen und was sie am allerwenigsten tun konnten, war, die Bevölkerung damals frei entscheiden zu lassen. Wenn ich in ein Land einmarschiere, das gerade bis zum letzten Kind für einen Verbrecher gekämpft hat, und dann bilde ich mir ein, dass dort freie Wahlen abgehalten werden und plötzlich kommt nicht raus eine Partei, die wieder so beginnt, wie die alte aufgehört hat, dann kann ich eine Interessenslage nachvollziehen oder einen logischen Handlungsspielraum nachvollziehen, ohne dass ich jetzt den großen Plan dahinter sehe. Aber ich will wieder zurückkommen aus den dunklen Zeiten, über die wir Gott sei Dank nicht mehr reden müssen. Doch. Nicht in dieser Beziehung. Zu Ihrer aktuellen Situation beim WEF. Ich sehe das auch wieder ganz differenziert. Und ich will da gar nicht bei mir eine Ausnahme machen. Wäre ich als Immobilienhändler, als Immobilienentwickler groß genug gewesen, um dort eine Einladung zu bekommen? Ich wäre ohne Zögern sofort nach Davos gefahren. Wenn man mich dann auch noch eingeladen hätte, weil mein Fachwissen so toll ist oder ich so eine Performance hingelegt hätte und ich hätte dort auf einer Bühne stehen dürfen, ich wäre dort gesessen. Hätte ich dort einen Vortrag halten dürfen, weil ich so gut bin, dass die anderen Immobilienleute sagen, bumm, der weiß jetzt aber ganz genau, wie man Geld macht. Ich hätte den Vortrag sofort halten können oder wollen. Und jetzt würde ich heute dann da sitzen und dann würden sie sagen, oh, das ist ein WEF-Jünger, der ist ein Schwab-Jünger. Wir müssen auch beim WEF unterscheiden zwischen der Akademie, die es gibt, diesem, nennen wir es wieder Plan, diesem Plan, Leute, die unsere Meinung teilen und unsere Agenda teilen, weltweit zu platzieren, mit Hilfe derjenigen, die wir hier eingeladen haben und dann wiederum diejenigen zu nehmen, die dort nur aus einem Grund hinfahren, weil es keine andere, also jetzt muss man aufpassen, muss man Vergangenheitsform wählen, weil es kein anderes Forum gab, wo man in kürzerer Zeit auf einem kleineren Ort so viele internationale Entscheidungsträger persönlich treffen kann. Und gerade ganz, ganz oben, wo die Luft dünn wird, geschäftlich, da geht es dann nur mehr um persönliche Freundschaften, persönliches Vertrauen und persönliche Seilschaften. Und wenn ich heute die Gelegenheit haben möchte, irgendeinen direkten Stabsmitarbeiter vom Präsident Xi, vom amerikanischen Präsidenten oder von der EZB oder von der Fed persönlich zu treffen, dann war das Davos. Das war Davos. Was mittlerweile aus dem WEF-Geschichteln geworden ist, ist, aus meiner Sicht ist Schwab ein genialer Selbstvermarkter, der sehr viel Geld gemacht hat. Er hat eine große Firma aufgezogen, wo Firmen Unsummen dafür bezahlen, dass sie nur jemanden hinschicken können, eben aus den vorhin genannten Gründen. Aber die wahre Musik spielt schon ganz woanders. In Shanghai müssen Sie heute sein, in Dubai müssen Sie heute sein, Sie müssen heute sein beim St. Petersburger Wirtschaftsforum. Da waren vorige Woche 27.000 Menschen aus 193 Staaten. Dort werden jetzt die Geschäfte gemacht. Schwab kann jetzt seine Akademie weiterführen, wo er will. Schwab hatte seine Gelegenheit, Schwab hatte seine Zeit. Und da komme ich wieder zurück zu meinem Eingangsstatement. Wo wäre denn der große Plan? Jetzt nach Ihren Worten wird jetzt der große Plan gerade in St. Petersburg oder in China oder in Dubai umgesetzt. Und Schwab hat man fallen gelassen. Ist das so in etwa? Habe ich das richtig verstanden? Nicht ganz dazu. Der Punkt ist, ja, und lieber Herr Merkel, ja, das Gute ist, in so einem Format, da kann man sich ja um Kopf und Kragen reden, nicht? Und das war schön, dass auch, glaube ich, wie jeder das ja auch nochmal nachvollziehen kann. Auf die ganzen Fakten, die ich ja gerade sagte, in einem solchen Format, was war Ihr Argument? Sie sagten, die Aneinanderreihung, ich hätte jeden Punkt noch rausführen müssen. Ja, und das ist, ja, die Sache, schauen Sie, wenn das Ihr Argument ist, ich hätte jeden Punkt ausführen müssen, dann würde ich sagen, ja, gerne. Und das ist genau der Grund, warum ich mittlerweile Bücher schreibe. Bücher, das Buch, was ich dort habe, hat rund 700 Quellen. Ja, 700. Mit
Originaldokumenten abrechnen. Wollen wir genau mal über dieses Buch, nee, über das Thema Mikrobiom ganz kurz sprechen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Da muss ich einmal halt sagen, das ist der Punkt. Wissen Sie, Ihr Argument, das hat ja jeder gehört, ist, Sie hätten es länger ausführen müssen. Das stimmt, man muss sich einlesen, man muss länger sein. Aber wir haben hier in diesem Format jeder nur eine knappe halbe Stunde für die ganze Sendung, Sie und ich, zum Sprechen. Genau deswegen musste ich das, was Sie mir halt vorwerfen, ja, musste ich das aneinander rein. Und ich habe lange auch dafür auch gearbeitet, um zu sehen, woran kann man das festmachen, um den Menschen es zu vermitteln. Und Sie haben, nicht ich, Konrad Adenauer erwähnt, Sie haben Schwab erwähnt, nicht ich. Und die Verbindung ist eben John J. McCloy und ist die Weltbank. Bitte. Mikrobiom. Füllt ein ganzes Buch. Bill Gates, Bild-Zeitung, haben Sie bereits erwähnt. Ist auch Teil Ihres großen Plans. Welches Ziel wird damit verfolgt? Ja, das Ziel ist quasi, um es auch wieder nur plakativ in der Kürze zu sagen, wie in Corona 2.0. Wir haben das davor bei Corona erlebt, dass ein Virennarrativ benutzt worden ist und es ging dann um Impfungen. Das nächste, was aufgebaut ist, und ich kann es detailliert nachweisen, ist ein Bakteriennarrativ und Antibiotika. Die Gavi, ja, war ein Geldtopf, mit denen halt Impfungen und Viren bekämpft werden sollten. Ja? Da ist das V für Vaccine in Gavi. Und parallel dazu, das ist sicherlich an Ihnen vorbeigegangen, gibt es eine Organisation, die heißt CARB-X. Ja? Und das ist, ich sehe es, ja, ist neu für Sie, das ist mit B wie Bakterien. Und da werden auch gerade Milliarden über Milliarden gesammelt und in Unternehmen reingegeben. Welches Ziel steht dahinter? Mit dem Ziel, ja, weltweit eine Antibiotika zu verkaufen. Und in der Tat halt sind es dann keine echten Antibiotika, sondern auch zum Beispiel mRNA-Gentherapien, wo nur das Label drauf gemacht wird. Das ist jetzt Antibiotika, so wie Sie ein Label Impfung drauf gemacht haben. Danke, dass Sie vorhin gesagt haben, in Anführungsstrichen. So, und da wird auch wieder Geschäft gemacht, da bin ich völlig bei Ihnen. Das gehört dazu, das ist dazu, da streiten die sich auch, ne, in der Welt um die Sachen. Es wird Geschäft gemacht, aber dann mit welchem weiterführenden Ziel? Genau, der Punkt ist ja eine weltweite Koordination. Das hatten wir selten und mit Corona haben wir das noch nie vorher erlebt, dass wir eine solch globale Koordination haben. Und das ist diese Konzentration. Und da widerspreche ich Ihnen, nicht 10.000 Mafia-Bosse, sondern wesentlich weniger, die in Gruppen zusammensitzen. Angloamerikanische, chinesische, russische. Darf ich da nachfragen? Ja, das heißt, Sie sind der Meinung, die Geschichte mit den Viren ist gegessen, der Versuch war erfolgreich und jetzt kommt mit Bakterien, was kommt jetzt, Ihrer Meinung nach? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, was kommt? Und das ist eben belegt. Wenn Sie sehen, wie das finanziert worden ist, sind die gleichen Muster. Was kommt, ist, dass Sie plötzlich auch überraschend dann im Fernsehen hören, oh, eine riesen Bakterienpanik ist ausgebrochen. Viele Menschen sterben durch einen bisher unbekannten Erreger, ja, der multiresistent ist. Es gibt genauso Planspiele wie vorher, Event 201 und Dark Winter für Anthrax, gibt es auch jetzt Planspiele, aufgetaute Bakterien aus der Arktis. Nicht? So, die gleichen Leute, die das halt auch gespielt haben. Und der Punkt ist, dass wenn jetzt weltweit, es heißt, so, Killerbakterien gehen rum und sie müssen jetzt alle Antibiotika nehmen. Und zwar auch die Gesunden, mit Zwang, so wie wir das erlebt haben. Das ist die gleiche Klaviatur, die dort vorbereitet wird. Und die wird eben auch wieder verbunden sein, und das ist das Schlimme, mit der Einschränkung von Bürgerrechten und von Freiheiten. So, dass nicht nur wie die Kinder halt Masken tragen müssen, und dort ja auch psychologisch damit halt geschädigt werden, ja, sondern auch, dass jetzt plötzlich auch Kinder, ja, dann auch Antibiotika nehmen sollen, dass sich ihr Mikrobiom, ihre guten Bakterien drin verändern, monopolisiert werden. Und ein solch großes Verbrechen rollt gerade auf uns zu, genauso wenig, wie man sich das bei Covid-19 vorstellen konnte, rollt es gerade mit einem Bakteriennarrativ auf uns zu. Ja, Sie haben etwas geschafft, was selten vorkommt
ich bin sprachlos. Habe ich noch nie erlebt. Ja, ich auch nicht. Also schon lange nicht mehr. Das heißt, ich habe hier einen Gesprächspartner, der mir erklärt, in kurzer Zeit, 2025, 2026, wird jetzt weltweit etwas ausgerollt, was uns als so gefährlich verkauft werden soll, dass wir jetzt alle in Panik geraten, weil es multiresistente Keime gibt. Ja. Die gibt es noch nicht. Ich habe zwei Freunde verloren an genau diesen multiresistenten Keimen, weil sie im Spital waren und sich dort einen solchen Virus, Bakterienstamm, was auch immer, aufgerissen haben. Also wie sowas erfinden, was es schon gibt. Bis jetzt nehmen wir lokal auch nicht alle. Und weltweit bis jetzt ist ein Unterschied. Es ist weltweit, wenn Sie heute, Sie sind selbst Arzt, egal mit welchem Spitalsarzt Sie heute sprechen, der wird Ihnen bestätigen, weltweit ist eines der größten Probleme, das auf uns zukommt, in den Spitälern multiresistente Keime, und wir haben im Moment noch keine Ahnung, wie wir denen begegnen sollen. Und das ist ein Fakt. Daran sterben Menschen. Und allein die Tatsache, dass jetzt irgendjemand beginnt, daran zu forschen, ich bin mir ganz sicher, die ganze Welt forscht daran. Weil derjenige, der in der Lage wäre, tatsächlich ein sich anpassendes Antibiotikum zu nehmen, da brauche ich niemanden zwingen. Ganz ehrlich. Also wenn es morgen ein nachweislich wirksames Antibiotikum gibt, bin ich mir ganz sicher, mein verstorbener Freund Heimo Keber wäre der Erste gewesen, und der hat niemanden irgendetwas geglaubt. Der hätte sofort gesagt, schießt's mir das rein, gebt's mir das, weil das ist meine letzte Chance, nicht zu sterben. Also ich verstehe nicht, wo dahinter jetzt die Logik sein soll, dass man uns alle zwingt. Und ganz ehrlich, wenn Sie mir heute erzählen, dass wir in 2 Jahren alle gezwungen werden sollen, weltweit, auch Kinder, Antibiotika zu uns zu nehmen, auch wenn wir nicht krank sind. Ich antworte nur darauf, ich bitte Sie, dieses Gespräch oder diese Runde 2026 nochmal zu wiederholen, und wir werden uns dann einfach ansehen, was 2025 passiert ist. Die Frage aller Fragen ist ja, was ist das Ziel dieses großen Planes? Das sind auch die meisten Zuschauerfragen, die uns erreicht haben. Was ist denn dann ganz am Ende mit der Menschheitsfamilie geschehen? Sind die alle versklavt? Ist ein großer Teil davon sogar getötet worden? Kann man tatsächlich nur noch reisen mit einer digitalen ID? Muss man sich jährlich impfen lassen? Gibt es diese eine Weltregierung? Und wenn ja, wer sind denn dann am Ende die Chefs? Ich weiß, das sind jetzt viele, viele Fragen auf einmal, aber das ist das, was wir von unseren Zuschauern gehört haben. Ja, ich verstehe, dass es die Menschen so bewegt, aber da bin ich völlig bei Ihnen. Wie Sie auch am Anfang sagten, Herr Merkel, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Den ganz großen Plan, was dahinter sein kann, so weiter, ich weiß es nicht. Ja? Und eigentlich unterscheiden wir uns nur in den Dimensionen, wie groß das Ganze ist. Und Sie haben wieder halt es auch für jeden nachvollziehbar gerade geliefert, dass Sie gerade sagten, das mit den Bakterien und so weiter, das kann ich nicht glauben. Lieber Herr Merkel, wir haben das erlebt. Verstehen Sie? Meine persönliche Situation war ja so, ich habe vor Corona gewarnt, öffentlich, vorher. Und ich habe gesagt, das und das wird passieren. Es wird heißen, lasst euch alle impfen, weltweit. Ja, und ich habe auch gesagt, wer den Impfstoff produzieren wird und so weiter. Das eine weltweite. Lassen Sie mich bitte auch. Ja? Ich will eine Zusatzfrage stellen. Vielleicht ist das aber das auch nicht das, was Sie gerade so in Abrede gestellt haben, dass das wohl nicht passieren wird, dass sich alle Menschen etwas geben lassen. Ich würde gerne ein Alternativszenario nehmen. Können Sie sich zu Beginn des Jahres 2020, als Covid losging, können Sie sich erinnern, wie die Länder in Europa reagiert haben? Schweden, das berühmte Beispiel Schweden, die im Endeffekt am allerbesten durch die Pandemie gekommen sind, ohne Zwänge, ohne Impfzwänge, ohne einen Tag Schulschließungen, ohne Lockdown. Die wenigsten erinnern sich daran, dass Boris Johnson damals in Großbritannien genau das Gleiche gemacht hat. Und als dann die Ärzte genau die gleichen Fehler gemacht haben wie überall, nämlich dass sie jemanden, der nicht gleich am Virus gestorben ist, mit dem Virus wieder zurückgeschickt haben in ein Pflegeheim, wo alle multimorbid sind und dann halt dort wieder 20 Leute pro Pflegeheim gestorben sind. Stellen wir uns einmal vor, was wäre passiert, und da sind wir jetzt beim Kern meiner Theorie, nämlich die Herdentheorie.
Was wäre passiert, wenn Boris Johnson und Schweden erfolgreich gewesen wären? Und ich sage Ihnen, was passiert wäre. Ein halbes Jahr später, nämlich im Herbst 2020, werden plötzlich ein Land nach dem anderen auf den Kurs eingeschwenkt. Das ist der Herdentrieb. Und hätte Boris Johnson damals die Cojones gehabt, seinen Kurs so wie die Schweden mit Tegnell, der einfach ein Glücksfall für die Schweden war, wäre Tegnell nicht gewesen, sondern irgendein anderer Austauschbarer, der sich gebeugt hätte, hätte Schweden genauso regiert. Aber der hat einfach gesagt, nein, was wir machen, ist richtig. Und hätte Boris Johnson damals in einem großen Land wie Großbritannien das nachgemacht und man hätte über den Sommer gesehen, hoppala, die Zahlen schauen so aus, Schweden und Großbritannien machen es, wozu sperre ich jetzt ein zweites Mal die Leute ein? Ich sage Ihnen, was meine Theorie ist. Dann wäre ein Land nach dem anderen umgefallen und hätte die Bevölkerung ihre Politiker gezwungen, diesen Weg einzuschlagen. Das war für Europa der große Sündenfall des Boris Johnson, der im Endeffekt dann den Herdentrieb einfach nachgegeben hat. Er hat gesagt, ich und meine Leute, wir nehmen weder Maske, noch hören wir auf zu feiern. Wir machen unsere Partys in Downing Street, wir machen unsere Partys im Parlament und lass doch die Presse draußen toben, dann sperren wir die Leute halt ein. Das ist diese Abgehobenheit der politischen Klasse, die glaubt, für sie selber gelten die Regeln ja ohnehin nicht. Wir kennen das auch aus Deutschland und aus Österreich, diese Fälle. Aber nach außen hin spielen alle das Spiel, ich darf ja nicht das schwarze Schaf sein. Wenn es 2, 3 schwarze Schafe gibt und es vergeht ein halbes Jahr und es passiert nichts, dann kommen die anderen Schafe und laufen dann der Herde nach. Und das wäre meine Gegenfrage, ob Sie nicht es für möglich halten, dass ganz viele Dinge, die Sie hier als großen Plan und als Verschwörung darstellen, eine viel profanere menschliche Grundeigenschaft haben. Nämlich, wir laufen immer nach der Herde und wir wollen immer im Konsens. Niemand will das schwarze Schaf sein. Das ist ja richtig. Ja, das ist richtig. Und auch diese Profanität auf Landesebene, ich habe sie selber miterlebt. Sie hatten das gerade das Beispiel Österreich. Ich habe es selber in Berlin miterlebt. Ich kenne Minister persönlich auch, ja, die immer noch jetzt in der Regierung auch sitzen. Sehr viele Abgeordnete. Ich stimme Ihnen da völlig zu, wie das da alles abläuft. Aber das große Narrativ, das, was reingegeben wird und auch die Koordination, ja, das ist international. Ja, und das haben wir auch tatsächlich alles so gesehen. Und es existierte halt sozusagen in der Analyse und in der Konsequenz zu viel gefährliches Halbwissen. Und jetzt sagten Sie gerade halt, ja, wenn England, also Großbritannien noch zu Schweden gekommen wäre. Schweden hat doch schon gereicht. Das Narrativ von dem Killer-Virus, das ansteckend ist und allem, hat Schweden doch ganz alleine, ist ja keine Insel im Pazifik, widerlegt. Und der Punkt ist, genauso wie bei Ihnen ist, dass man dann irgendwann abschaltet oder nicht hören will. Schweden hätte für jeden Mediziner, ja, und für jeden Politiker hätte gereicht, um zu sehen, das kann nicht stimmen, hier ist was anderes. Und an dem Punkt, deswegen ist es toll, nicht, auch Ihre Reaktion dazu, Sie gesagt haben, Mensch, das mit den Bakterien will ich nicht erleben, weil das wäre so und so. Sie haben das Gleiche gerade gesagt, wie halt von Corona. Ich habe es ja selber erlebt, 2019 ist es ausgestrahlt worden, als ich das sagte. Keiner konnte sich diese Sachen vorstellen. Ich schon. Ich habe sie vorher leider gesagt. Ich mache einen Vorschlag, wie den ich vorher schon gemacht habe, in diesem Punkt, let's agree to disagree. Wir wiederholen diese ganze Sache 2026 und dann werden wir sehen, ob ich mit Bakterien schluckend hier reinkomme, bevor die Sendung anfängt und Antibiotika schluckend, bevor ich hier reinkomme. Vielleicht muss ich dann sogar Maske tragen. Stefan Magnet wird begeistert sein, wenn Sie jetzt die Sendeplanung übernehmen, Herr Makel. Ich weiß, wir überziehen heute ein bisschen, aber ich kann an dieser Stelle unmöglich den Schlagabtausch schon beenden, liebe Zuschauer, denn es gibt ja auch prominente Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Gloria von Turn und Taxis, die Sie sicherlich auch... Mit der ich gerne diskutiert habe. Ja, hin und wieder hört man sie ja auch bei Kontrafunk beispielsweise miteinander im Gespräch. Sie behauptet ja, es wird so etwas wie ein Morgentauplan umgesetzt, der ja auch schon seit vielen Jahrzehnten besteht. Und der jetzt aktuell tatsächlich in der Realisierung ist. Und der was machen soll? Damit ich nachfrage, die europäische Bevölkerung ausrotten, die amerikanische Bevölkerung ausrotten, das machen wir sowieso. Wir sind eine, Elon Musk hat das sehr gut ausgedrückt, wir haben eigentlich überhaupt, zumindest in den Ländern der nördlichen Industrieländer, wir haben überhaupt kein Bevölkerungswachstumsproblem, ganz im Gegenteil, wir sterben aus.
Ich brauche mir nur meine eigene Familie ansehen. Ich war 22, als ich Vater geworden bin. Jetzt habe ich 6 Kinder. Die sind alle, bis 5 davon sind in den 30ern und erst 2 haben Kinder. Und die werden auch wahrscheinlich kein zweites mehr bekommen. Wozu sollte ich in den Ländern, die ohnehin einen negativen Bevölkerungswachstum haben, einen Morgentau-Umplan umsetzen? Aber in den Ländern, nehmen wir das Beispiel Nigeria, wo sich die Bevölkerung innerhalb der nächsten 40 Jahre unter Garantie verdoppeln wird. Die haben ein Durchschnittsalter von 21 Jahren, das muss man sich vorstellen, bei einer Bevölkerung von 380 Millionen, Durchschnittsalter 21, eine durchschnittliche Frau bekommt 7 Kinder. Selbst wenn Nigeria aufgrund seines Erdölreichtums den Wohlstand anhebt und man würde diese Fertilitätsrate auf 5 oder 4 Kinder pro Frau, und das wäre immerhin fast die Hälfte, drücken, würde Nigeria 2060 immer noch 700 Millionen Einwohner haben. Das heißt, dort unten kommt in 35 Jahren einmal die Europäische Union an Bevölkerung dazu. Wo wäre der Plan, die Logik, die reiche Bevölkerung im Norden umzubringen, die sowieso ausstirbt? Also ich schätze Frau Dunantaxis wirklich sehr und ich diskutiere jederzeit gerne wieder mit ihr auf Kontrafunk, das ich übrigens als nicht Konkurrenz zu Ihnen, weil sie ein Radiosender ist, gerne erwähnen darf hier. Aber einen Morgentauplan, ganz ehrlich, den sehe ich nicht, der wird auch nicht passieren. Ganz im Gegenteil, wir haben eher das Problem, das reale Problem, wie ermöglichen wir Lebensumstände, in denen, wie wir aufgewachsen sind, in denen ein junger Mensch heute in seinen 20ern noch die positive Einstellung hat, dass er etwas schaffen kann, dass er nicht als Lohnsklave endet und in seinem Leben niemals auch auf den Wohlstandslevel kommen, den wir uns alle drei erarbeitet haben. Das ist eigentlich für mich, wäre das in einer Diskussion mit der Frau Dunantaxis eigentlich das lohnendere Thema als ein Morgentauplan. Haben Sie eine Meinung, Herr Schöning, zum Morgentauplan? Nein, die habe ich nicht so weit. Ich versuche zu sagen, was ich weiß und was ich nicht genau weiß. Es gibt viele andere Sachen, die kursieren, ja, mit irgendwelchen Sachen und so weiter. Ich höre meistens interessiert zu und frage nach den Fakten. Ne? Wo ist es belegt dazu? Und wie gesagt, die Frau von Turn und Taxis hat es gesagt, nicht ich, ja, auch diese Sachen dazu. Der Punkt ist nur, aber das hebe ich mir eigentlich fürs Schlussplädoyer dann nochmal auf. Das ist ein gutes Stichwort, vielleicht grätsche ich da kurz rein beim Blick auf die Uhr. Kommen wir zu den Schlussplädoyers und nachdem der Herr Schöning mit dem Eingangsplädoyer begonnen hat, dürfen Sie jetzt mit Ihrem Schlussplädoyer unsere Zuschauer direkt ansprechen, denn die fordern wir nach diesem Schlagabtausch auch auf, Ihre Meinung kundzutun. Wer hat Sie denn jetzt heute mehr überzeugt? Glauben Sie jetzt dann doch an einen großen Gesamtplan oder sind es vielleicht doch Einzelverbrechen, die sich da aneinanderreihen? Bitte, Sie haben das Wort, Herr Martel. Ich glaube, das Wichtigste, was mir am Herzen liegt in meinem Schlusswort ist, ich sehe unsere Gesellschaft, und zwar alle Lager unserer Gesellschaft, in einem Dauerkrisenmodus verhaftet. Ich sehe einen absolut fehlenden Optimismus in unserer Region der Welt, den ich woanders überhaupt nicht sehe. Ich finde, dass wir uns viel zu sehr mit theoretischen Spielen, mit theoretischen Überlegungen und, ich muss es leider auch sagen, mit ganz vielen Vierporn-Darstellern zu tun haben, die davon leben, die Leute permanent in Panik vor der nächsten Katastrophe zu halten und dabei vergessen, dass wir leben. Und was für mich am erschütterndsten ist, ist die mittlerweile so große Diskrepanz zwischen Europa und dem Rest der Welt. Die Amerikaner sind ein Volk, von dem wir alle wissen, dass sie heute das machen, morgen sich abschütteln, wieder aufstehen und das andere machen. Im Rest der Welt herrscht eine Dynamik. Die Welt verändert sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit vor unseren Augen. Und Europa ist seit 4 Jahren mit sich selbst so sehr beschäftigt, dass es nicht merkt, dass wir uns miteinander in einem Zug streiten, der auf einem Abstellgleis steht. Und wenn es einen internationalen Plan geben würde, dann
würde dieser Plan nicht hier in Europa stattfinden, denn wir sind nur mehr 8% der Weltbevölkerung und wir werden immer weniger. Wenn ich einen Plan umsetzen wollte und würde wollen, dann würde ich in die anderen Teile der Welt gehen. Mein Schlussplädoyer ist vor allem, ich möchte gerne wieder Optimismus reinbringen und wir haben es in Covid bewiesen, es gibt einfach eine kritische Masse, die zu all diesen Plänen einfach Nein sagt. Ich mache nicht mit. Und ich denke, das ist die Botschaft, die wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen verkünden müssten. Ja, es gibt Interessen und ob es jetzt einen Mafiaboss gibt oder 10.000 Mafiabosse, sollen sie Mafiabosse sein? Wenn ich nicht mitmache, mache ich nicht mit und ich lasse mich nicht durch eine Furcht vor etwas Unbekannten, was vielleicht kommt oder nicht kommt, davon abhalten, dass ich sage, ich lebe jetzt mein Leben und wenn das so kommt und jemand sagt mir, du musst morgen Antibiotika schlucken, sage ich einfach nein, ich habe mich nicht impfen lassen, ich schlucke auch morgen keine Antibiotika. Und wir haben es bewiesen, dass es funktioniert. Wir haben bewiesen, dass all die Narrative, die man uns erzählt hat, wir werden nicht mehr reisen können, wir werden ohne Impfung nirgends mehr hingehen können, wir werden ohne Maske nicht mehr leben können, wir werden jeden Winter Maske tragen. Und tragt irgendjemand von uns noch Maske? Fliegt irgendeiner mit einer Impfung irgendwo hin? Und werden wir noch zu irgendetwas gezwungen, uns medizinische Eingriffe machen zu lassen, so wie bei Covid? Ich denke, Covid ist vielleicht ein Plan gewesen, mag sein, aber mein Fazit ist, er ist gründlich schiefgegangen und alle diese Pläne werden schiefgehen. Herr Merkel mit seinem Schlussstatement, er hat von vielen Einzelplänen gesprochen. Das ist, denke ich, schon auch nochmal an der Stelle, auch wenn es erst beim Schlussplädoyer kommt, nochmal ein gemeinsamer Ball für die zwei Herren. Es sind viele, viele Pläne, die auch der Herr Merkel angefügt hat. Und gibt es tatsächlich jetzt den großen, ganzen Plan? Herr Schöning, Ihr Schlussplädoyer, bitte. Ja, ich freue mich dann auch, genauso die Minuten jetzt dafür zu haben. Als erstes muss ich sagen, wir stimmen überein, das ist ein Ball wert, wir wollen Optimismus verbreiten. Denn darum geht es nämlich auch, informiert können wir in die Zukunft gehen, informiert geht man gesünder rein, was unbekannt ist, ja, das macht krank, das ist viel, viel schlechter für den Körper und für den Geist. Ja, da können wir zwei Bälle rein. Es geht ja. Nehmen Sie zwei Bälle. Auf geht's. Ja, das ist das. Und einen weiteren Ball, glaube ich, das teile ich mit vielen Zuschauern, ist es, ja, wir haben miteinander gesprochen. Ja, wir haben uns meistens ausreden lassen. Ja, wann gab es das denn irgendwo auf der Welt? Irgendwo auf der gesamten Welt, dass da mal zwei gegenseitige Position aufeinandertragen und sich miteinander unterhalten haben. Und das ist so wichtig und das muss fortgeführt werden. Ja? Dass man nicht in allem übereinstimmt, ja? Und dann hört und sieht, wo ist denn etwas? Ja? Und dann halt reingeht. Deswegen herzlichen Dank für diese Gelegenheit. So, aber, und jetzt kommt der ganz große Punkt, ja? Was Sie dort haben. Ich habe es befürchtet. Ja, der ganz große Punkt muss ich erstmal sagen, und das ist halt eher was Emotionales. Ihre Haltung, Herr Merkel, ja, das ist das, was ich wirklich ungeheuerlich finde dabei, weil Sie sagen, ja, wir haben keine Impfung mehr und wir machen das nicht mehr. Doch, über 90% der Bevölkerung musste das. Gerade die Kinder mussten das, die wurden gezwungen dazu. Die Arbeiter, nicht, die sich nicht ihren Job aussuchen konnten, wurden gezwungen dazu. Die Soldaten haben immer noch eine Duldungspflicht, ja, bis vor kurzem dazu. Ja. Sie werden gezwungen dazu. Sie haben nicht den Luxus, aus dieser Position zu sagen, ich mache das nicht, weil sie sich das nicht leisten können, weil sie nicht viele Immobilien halt in vielen Ländern haben, ja. Und das ist der Punkt. Und deswegen können wir uns nicht den Luxus leisten, wieder zu sagen, das schauen wir uns mal 2026 an, ob ich das habe. Das ist exakt die Position, ja, wie sie Anfang 2020 gewesen ist. Da habe ich noch Verständnis dafür, ja, weil halt auch das, was ich aufdecken konnte, noch nicht drüber war. Und Sie haben jetzt die gleiche Haltung. Das ist der Punkt. In der Sache, was Sie gesagt haben, ja, jeder kann Ihre Worte nachvollziehen, ist der Punkt, an der wichtigen Sache, John J. McCloy, diese Kette dazu, ja,
Da sind sie nicht drauf eingegangen. Ihr einziges Argument war, ich hätte es länger erklären müssen. Das ist aber der Punkt, an dem wir rangehen müssen. Denn diese ganzen anderen Verbrechen, wie kann denn so ein Verbrecher sowas machen? So eine Kette, ja? Von vor und nach dem, vom Faschismus her, über halt Konrad Adenauer, über Kissinger, über Klaus Schwab bis zum WEF von heute. Wie geht das? Und das ist das, was wir nachlesen müssen, wo wir richtig was reinstecken müssen. Aber am meisten muss ich einfach sagen, ja, ich sitze hier für Menschen. Ja, und das ist der Punkt. Und wir haben nicht diesen Luxus, nochmal zu warten aus dieser Position, ja. Und es wird noch viel mehr treffen, wenn wir das nicht ernst nehmen. Und das ist wirklich ein richtiger Punkt dabei. Wir müssen es ernst nehmen, insbesondere für die Armen und Schwachen, die sich nicht einen solchen Luxus leisten können. Und deswegen hoffe ich, dass wir weiter im Dialog sind, dass wir gemeinsam auch Wege finden, das Ganze voranzutreiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schöning. Vielen Dank, Herr Makel. Ich weiß, Sie scharren mit den Hufen und Sie hätten gerne noch etwas gesagt, aber das geht nach den Schlussplädoyers nicht mehr. Sie, liebe Zuschauer, haben jetzt die Qual der Wahl. Sie dürfen sich jetzt auf unserer Homepage und im Telegram-Kanal dann äußern und dürfen sagen, wer hat Sie denn jetzt heute ein Stück weit mehr überzeugt? Ich glaube, dass das gar keine so leichte, so eine einfache Entscheidung ist. Trotzdem wollen wir Sie gerne wissen, denn wir wollen uns ein schönes Meinungsbild verschaffen. Über eines sind wir uns sicherlich im Klaren. Wir dürfen, ja, wir müssen alle weiter informiert sein. Wir dürfen uns allerdings nicht in Angst und Panik versetzen lassen. Bewahren wir uns unseren Optimismus, unsere große Zuversicht. Bleiben wir in dem Kreise der Menschheitsfamilie, die sich aufklärt und zusammenhält, und gehen die Dinge an, die Herausforderungen, die auf uns warten, und meistern wir sie. Lösen wir die Probleme, die noch auf uns zukommen, und überwinden wir die Hindernisse. Mir hat diese Sendung heute viel Spaß gemacht. Mir Herr Markel, vielen herzlichen Danke, Dank, Herr Schöning. Ich habe mir notiert, wir sehen uns wieder 2026, sofern Stefan Magnet den neuen Sendeleiter akzeptiert. Danke für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte verbreiten Sie sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Bleiben Sie uns gewogen. Denken Sie auch an eine kleine Spende hin und wieder für uns, denn nur das finanziert unsere Arbeit. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Schlagabtausch auf 1. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.